Willkommen bei Mystica TV. Was können wir tun, um besser mit unseren Emotionen, Gefühlen oder Ängsten umzugehen? Darüber spreche ich heute nicht etwa mit einer Psychologin, sondern mit einer Kriminaloberkommissarin, mit Miriam Kalivoda. Willkommen, grüß dich. Hallo. Freue mich sehr. Und das Ganze geschieht natürlich auf Mystica TV. Ja, Gefühle, Emotionen, Ängste haben wir alle. Manchmal machen die uns die allergrößten Probleme. Und darüber spreche ich heute, wie schon gesagt, mit Miriam Kalivoda. Du bist eine Kriminaloberkommissarin. Und da stellt man sich ja einen sehr strengen, klar strukturierten Menschen vor. Und ich erlebe dich als sehr fröhlich und lustig. Woran liegt das? Ja, ich glaube, man hat einfach ein bestimmtes Bild und man hat die Tendenz, oftmals einfach so ein Klischee zu erfüllen und Menschen einfach in Schubladen zu packen. Und ich habe halt viel auch an mir gearbeitet und mich auf meine innere Reise begeben, um so authentisch wie möglich zu sein und mich zu finden. Ja, und toll. Nicht mich von meinem Beruf oder von dem, was ich gelernt habe, sozusagen so beeinflussen zu lassen. Hm. Naja, und du hast da eine ganz tolle Methode entwickelt. Dein Buch heißt Der Gefühlsprofiler, den inneren Ermittler sozusagen entdecken, und der hilft daran, mit Problemen umzugehen. Das ist großartig. Aber bleiben wir nochmal bei deiner Vita. Mhm. Kriminaloberkommissarin, warst du dann sozusagen richtig auf der Straße und hast Verbrechen und Verbrecher gesehen? Genau, ich habe 6 Jahre bei VB1 hieß es damals noch, jetzt heißt das ja K1, so wie man das aus dem Fernsehen auch kennt, gearbeitet, und ich habe halt von Raubtaten über Mordfälle, Einbrüche, alles bearbeitet. Also immer sozusagen wie die Feuerwehr der Polizei waren. Wir waren immer zuerst mit am Ort und haben dann die ersten Ermittlungen getätigt. Und da hat man sehr viel einfach gesehen und erlebt. Und hast du da am Anfang auch, ich sag mal, schockierende Dinge erlebt? Wie war das am Anfang für dich, dich mit diesen Themen zu konfrontieren? Wie gingst du damit um? Also in der Ausbildung hat man halt meiner Meinung nach wirklich leider nicht gelernt, wie man mit solchen Situationen umgeht. Man hat viel gelernt, was man darf und was man nicht darf, an welche Gesetze man sich halten darf, nach welcher PDV oder nach welchem, dass man sich nach dem Grundgesetz richtet oder nach dem Strafgesetzbuch. Aber wie ich solche Sachen verarbeite, die ich sehe, darauf wurde man nicht wirklich vorbereitet. Und ich habe viele Leichen gesehen. Ich habe mit vielen Menschen bin ich in Kontakt gekommen, die halt auch Schweres oder Schreckliches erlebt haben. Und mit diesen Emotionen zu sein von den Personen, aber auch gleichzeitig, was es mit einem selber bewirkt, wusste ich gar nicht, wie ich umgehen sollte. Wenn man seine erste Babyleiche hat, das ist schon ein komisches Gefühl, denn diesen leblosen Körper anzufassen. Oder mit Menschen eben in Kontakt zu treten, die gerade jemanden verloren haben und sich vielleicht anders verhalten, als man es vielleicht denkt, wie sich jemand verhalten sollte. Mhm. Und halt auch mit diesen Diskrepanzen umzugehen und auch mit den eigenen Gefühlen, wenn die eben mit anderen zusammenkommen. Und war sehr schwierig. Und wenn man sich halt nicht bewusst macht, dann entstehen eben auch Süchte oder ich sag mal irgendwelche Abnormitäten, die man dann entwickelt. Ich habe in der Zeit sehr viel Süßigkeiten gegessen, ich nasche zwar immer noch gerne, aber ich habe in der Zeit 9 Kilo zugenommen. Ich habe mich immer sehr krank gefühlt auf einmal. Also alles, was die anderen Leute, mit denen ich zu tun hatte, dann auch an Krankheiten hatten, da hatte ich Angst, dass ich die selber auch haben könnte. Aber es war mir nie bewusst. Also ich habe nie bewusst gemerkt, was da passiert, weil ich habe das auch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass man mit den Gefühlen irgendwie auch arbeiten kann. Also dieses, man lenkt sich dann ab, einfach um es irgendwo überleben zu können. Richtig. Und es ist ja wahrscheinlich, also meine Tatort ist natürlich auch voller Klischees, aber ich habe noch nie einen Tatort gesehen, wo 2 Kommissare sich unterhalten und sagen, lass uns mal über unsere Gefühle sprechen. Nee, die sind aber ja das wäre wahrscheinlich eigentlich das Beste. Oder? Richtig, genau. Mal. Weil man sieht halt, also wenn ich meine Kollegen mir angucke, der eine sammelt Bilder von den Leichen, die am ausgefallensten waren. Der eine macht extrem viel Sport und bei uns gibt es ja auch alles. Wir sind ja auch nur ein Abbild der Gesellschaft in der Polizei. Ja. Und im Fernsehen ist halt das, wenn man sich diese Charaktere anguckt in den Krimis, die haben ja irgendwie meistens alle irgendein Manko oder ein Defizit, sind irgendwie psychisch gestört, labil, was auch immer. Und wo ich mir dann sage, ja, aber warum? Also warum sind die denn so geworden oder warum hat man das denn einbauen lassen? Und meiner Meinung nach wäre das ein spannender
Krimi, den man schreiben würde, wenn man halt auch mal auf die Person selber eingeht. Eben, warum ist die Person so geworden oder warum hat sie sich denn so entwickelt? Weil von Anfang an ist man ja nicht so. Hast du dich dann auch mit so Täterprofilen beschäftigt oder hast du versucht zu verstehen, eben wie du schon sagtest, warum sind die so geworden? Hat dich das interessiert? Also mich hat immer interessiert, warum tun Menschen etwas? Mhm. Warum macht man sowas oder warum reagiert man in einer solchen Situation so? Und manches finde ich immer noch schwer nachvollziehbar. Wie kann man ein Kind umbringen? Wie kann man sein eigenes Kind umbringen und das dann vielleicht noch in Tüten packen und im Blumenkasten verscharren? Ja, und dann zu gucken, aber was bewegt einen Menschen dazu? Oder warum bringt man sich selber, um? Was muss da mit einem los sein? Und das fand ich halt immer, das hat mich immer bewegt und auch gedacht, so, das wüsste ich gerne. Und da kommt man natürlich nicht zu bei der Arbeit, aber wo ich gesagt habe, da würde ich gerne irgendwie auch tiefer eingehen. Mir reicht es nicht immer, Sachen nur irgendwie anzuermitteln und es dann wegzugeben. Ja. Weil ich möchte ja gerne wissen, dieses Warum? Warum macht man das? Wie kann es sein, dass Menschen eben sich so verhalten? Ja, und du selber hast auch immer mehr geforscht, hast versucht, Dinge zu tun, dass es dir besser geht. Gab es für dich nochmal so einen Wendepunkt, wo du nochmal ganz neu und intensiver dich mit auch deinen eigenen Themen beschäftigt hast? Also ich glaube, wenn mein Leben nicht in so eine persönliche Lebenskrise geraten wäre, hätte ich wahrscheinlich mein ganzes Leben so gelebt wie davor, weil ich gar nicht gewusst hätte, dass es auch anders geht. Aber bei mir war es halt so, ich war verheiratet und habe dann mitbekommen eben, dass unsere Ehe anscheinend gerade gescheitert ist und wir haben uns getrennt und das war alles sehr schmerzhaft und ich stand auf einmal vor den Trümmern meines Lebens, weil wir hatten Zukunftspläne und von heute auf morgen wurde gegen meinen Willen entschieden, dass es jetzt anders ist. Und das fand ich ganz schwer, damit auch umzugehen und da habe ich mich zum ersten Mal eben mit mir selbst richtig befasst und habe überlegt, okay, also was kannst du tun? Entweder innerlich sterben und das Leben irgendwie weiterleben oder grundsätzlich das Leben ändern. Und habe mich für die zweite Variante entschieden und bin dann wirklich auf diese Forschung, auf die innere Forschung gegangen und habe dann geguckt, okay, was sind denn überhaupt erstmal meine Hobbys? Was mag ich überhaupt? Und was sind denn das für schreckliche Gefühle, die ich eigentlich gar nicht fühlen möchte, aber die jetzt irgendwie sichtbar sind? Und wie kann ich damit umgehen? Und du hast, wie ich finde, eine auch lustige Methode entwickelt, die spielerisch ist und die Spaß macht. Und das finde ich schon ganz großartig, weil es geht ja erstmal darum, sehr schwierige Themen zu bearbeiten. Aber da gibt es noch einige Tools, die einem spielerisch damit helfen. Wie ist dieses System aufgebaut? Worum geht es eigentlich bei dieser Arbeit, die du da vorstellst? Also der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist einfach, dass wir das Leben so ernst nehmen. Ja. Und oftmals einfach verkennen, einfach alles mit einem gewissen Abstand zu betrachten. Erstmal viel Luft zu holen und erstmal zu gucken, okay, was ist denn da? Und erstens haben wir diesen Impuls, gleich zu reagieren. Und daraufhin habe ich diesen inneren Ermittler kreiert. Also sozusagen so eine Art innere Person in einem, also keine gespaltene Persönlichkeit, sondern einfach eine Person, die einem helfen soll, in einem zu sagen, okay, jetzt erstmal tief durchatmen, Miriam, jetzt schauen wir erstmal, was da ist. Und diesen inneren Ermittler mit einem Fahrzeug ausstatten und dann sozusagen auf seine inneren Tatorte fahren lassen, der wirklich erstmal ganz bewusst wahrnimmt, okay, jetzt bin ich vielleicht aufgeregt, wo kann ich das im Körper spüren? Dann da reingehen und dieses Spüren, dieses Gefühl erstmal wahrnehmen, ohne irgendwie das zu verurteilen. Oder wenn irgendeine Situation war, wo man halt einfach schon reagiert hat und sich im Nachhinein einfach ärgert, dann eine Vernehmung mit seinen Gedanken zu machen. Okay, was ist denn jetzt gerade da für ein Gefühl und die Wut? Okay, Wut, erzähl doch mal. Und die Wut einfach erzählen zu lassen. Ganz spannend, manchmal auch echt erschreckend, weil man dann einfach auch sich bewusst macht, was man fühlt, was man denkt, was schon da ist. Ja, und man hört auch ganz neue Dinge. Ja, man ist einfach, also ich habe immer wieder festgestellt, ich bin immer wieder erschrocken, was ich auch manchmal so denke. Es ist ja da und manchmal schämt man sich für seine Gedanken oder auch für seine Gefühle, aber zu sagen, ja, das ist da, ob ich es will oder nicht. Es ist ja auch gefühlt, es ist gedacht, also kann ich es ja auch wahrnehmen. Und sich das bewusst zu machen, verändert halt einfach auch den Umgang damit, mit den Gedanken, mit den Gefühlen und auch mit Situationen, die vielleicht lange zurückliegen. Und es ist, sagst ja auch mal, Verhör, du hast früher schon gerne Verhöre gemacht, weil dich wirklich interessiert hast, was sind das für Menschen? Und es ist ja auch sozusagen ein inneres Verhör. Fangen wir nochmal an mit der Ermittlerin. Deine Ermittlerin ist Mimi, gell? Richtig. Was ist das für eine Person? Und wie ist die entstanden? Wie kamst du auf die Idee, diese Mimi dir zu kreieren? Also mein Spitzname früher, meine Schwester, meine Nichten nennen mich immer noch Mimi, war halt
dieser Name. Und ich habe halt da versucht, so dieses Kindliche zu behalten, deswegen dieser Mimi, cool. Dieser Name, das, ja. Was dieses Kind ausmacht, dieses neugierige Kind, das halt mutig ist, Sachen auch mal anzugucken. Und habe sie halt mit dem ausgestattet, so mit Eigenschaften, die ich mir selber früher nie zugetraut hätte, die ich aber an anderen bewundert habe. Und gleichzeitig aber natürlich auch ein paar gegeben, die ich halt auch selber habe, weil sie sollte ja auch ein Teil von mir sein. Mhm. Bis ich dann natürlich irgendwann selber entdeckt hat, auch die Eigenschaften, die ich gedacht habe, die ich nicht habe, sind auch Teil von mir. Mhm. Und habe sie mit Sachen ausgestattet, also mit Kleidung, die ich halt auch gerne trage. Also sie hat dann Jeans an, sie hat Turnschuhe an, was ich normalerweise auch sehr gerne trage. Meine Lederjacke habe ich in meiner Ausbildungszeit so geliebt. Meine schwarze Lederjacke, das war mein liebstes Kleidungsstück. Also hat sie auch eine Lederjacke an. Die trägt gerne Mützen oder eine Sonnenbrille und halt ist so ein bisschen cool, sehr direkt und klar. Toll. Ich denke jetzt gerade nach, ich wäre wahrscheinlich ein Sheriff am liebsten. Ja. Ich würde jetzt nicht gerade mit irgendeinem Colt dann rumlaufen, aber ansonsten gut. Ja. Und auch gut der Gedanke, okay, wenn ich Sheriff wäre, was sind das für Eigenschaften, die ich nicht habe, vielleicht habe ich sie trotzdem. Genau. Richtig. Das ist interessant zur Persönlichkeitsbildung. Ja. Okay. Jetzt gehe ich an den Tatort. Da ist was passiert, zum Beispiel ein emotionaler Gefühlsausbruch, der irgendjemand anders verletzt hat. Was mache ich da jetzt? Wie gehe ich da vor? Magst du da ein Beispiel vielleicht mal erzählen? Also ich habe jetzt im Buch zwar geschrieben jetzt von einem Kollegen, vielleicht ist es auch nett, ein anderes Beispiel zu bringen. Gerne. Ja, wie du willst. Ja. Also es gibt halt immer wieder Leute, die einen besonders triggern. Ich habe da auch immer spezielle Personen in meinem Leben, unter anderem also die Familie, aber auch enge Freunde oder Kollegen, mit denen man arbeitet. Und manchmal ist es ein Wort oder eine Geste, wo ich die sehr persönlich aufnehme, wo ich dann was hineininterpretiere. Und dann merke ich innerlich auf einmal, boah, jetzt werde ich ganz, ganz nervös oder ganz wütend auch. Und dann merke ich im Körper, boah, ich werde auch richtig heiß, mir wird richtig heiß. Und dann lasse ich Mimi, wenn ich es schaffe, mit meiner Gefühlsachterbahn oder mit meiner The Goddess Rocks, mit einer Achterbahn auf diesen, in diesen Tatort fahren, also wo ich dieses Gefühl in meinem Körper spüre. Wut merke ich ganz besonders halt gerne hier im Oberkörper, im Oberbauch. So. Und dann nimmt sie diese Wut erstmal wahr und sagt, okay, also hier ist es sehr heiß jetzt. Ich merke, dass wie so wellenartig das alles hochkommt. Okay, es verbreitet sich, jetzt wird der ganze Körper warm. Und dann geht sie so in den Kopf und sagt, ah, okay, wer ist denn gerade da? Und dann, ah, die Wut ist da. Na gut, okay, Wut, erzähl mal, warum bist du denn gerade wütend? Und dann, ja, naja, ich habe dann die Situation hier, die kam diese E-Mail und da stand das und das drin. Und wie kann man sowas schreiben? Und diesen Gedanken einfach reden zu lassen. Erstmal so wahrzunehmen, warum bin ich eigentlich wütend? Was hat mich denn wütend gemacht? Und sich dann bei deinem Gedanken bedanken, danke Wu, dass du da warst, okay. Und dann versuchen, es wieder loszulassen. Und dann vielleicht sich Notizen zu machen oder nochmal einfach so die Augen zu schließen und dann nochmal nachzuspüren, so, okay, also ich habe mich jetzt wütend gefühlt, weil das und das und das passiert ist. Ja. Und dann, komischerweise oder auch nicht komischerweise, verändert sich was, weil die Wut ist dann nicht mehr so einnehmend. Die ist nicht mehr so, als ob diese Wellen von Hitze meinen ganzen Körper durchfluten, sondern das ist vielleicht nur noch so auf einen Körperteil reduziert oder auf eine Stelle, sodass ich trotzdem immer noch mich selber spüren kann. Und dann ist es halt alles im Fluss und dann ist die Wut nicht mehr da, sondern es kommt ein neues Gefühl, vielleicht Trauer. Fragen. Genau, ja. Also es ist manchmal ja auch eine Angst dahinter, ja. Die Angst ist das Kernstück. Ja. Also selbst wenn ich Wut fühle oder Trauer, ist irgendeine Angst dahinter. Die Angst, nicht geliebt zu werden oder die Angst, was falsch gemacht zu haben, was auch immer. Weil ich bin der Meinung, das tiefste Gefühl in uns, was uns oftmals hindert, unser Leben wirklich so zu leben, wie wir wollen, ist einfach die Angst, dass wir vor irgendetwas Angst haben. Und das hat den Grundstein gelegt, oder der Grundstein wurde einfach gelegt in unserer Kindheit. Was hat uns früher eben Angst gemacht? Wo haben wir unsere Erfahrungen gesammelt und daraus vielleicht auch Rückschlüsse gezogen, die uns früher geholfen haben, aber einfach für heute, also heute jetzt als Erwachsene einfach nicht mehr real sind. Und gehst du da heute sozusagen ganz im Flow und spielerisch damit um und arbeitest auch immer wieder mit dieser Methode, wenn du merkst, da bin ich jetzt wieder an dem Punkt, wo ich gerade gar nicht weiterkomme? Also die Methode ist meine Methode, die hilft mir halt immer, weil so vergesse ich halt nicht oder so kann ich mich selber immer wieder erinnern,
auch Mitgefühl mit mir zu haben, auch mit mir selber nicht so streng ins Gericht zu gehen, sondern zu sagen, okay. Und Mimi sozusagen ist so, wenn ich mich daran erinnere, okay, jetzt schick mal Mimi los. Das entspannt etwas einfach ja, schon lustig. In mir und das ist ja. Das macht Spaß. Es ist halt so, es fühlt sich eben nicht wie innere Arbeit an, sondern es ist halt wirklich was Spielerisches. Und in manchen Situationen klappt es wunderbar und in manchen brauche ich vielleicht 2, 3 Anläufe, damit Mimi dann wirklich auch in Fahrt kommt. Oder ich Mimi in Fahrt kommen lasse. Cool. Ja, ja. Ja, und deine Arbeit hat sich auch verändert. Du warst, wie du schon gesagt hast, ich glaube, 6 Jahre auf der Straße. Und bist aber jetzt, du bildest junge Polizisten aus. Richtig. Und bringst dort auch dieses Wissen ein. Ich versuche, genau, ich habe zwar... Lassen die dich das überhaupt machen? Die freuen sich. Ja? Die freuen sich, auch Sachen zu hören, nicht nur Strafrecht unterrichtet zu bekommen, sondern ich versuche halt, ihnen auch was mit fürs Leben zu geben. Sowohl für die Arbeit als auch fürs Privatleben. Ihnen einfach auch Hilfestellung zu geben. Das eine Mal war der Vater von einem Auszubildenden gestorben und dann haben wir halt uns mal ein bisschen auch über den Tod unterhalten. Und einfach auch zu sehen, wie gehe ich mit Situationen um oder ich erzähle halt auch mal Geschichten und wie das auf mich wirkt oder wie Kollegen damit umgegangen sind und versuche ihnen halt immer wieder auch zu erklären, wie wichtig es ist, was für sich zu finden, wie man halt mit den Gefühlen, mit all diesen Emotionen, die hochkommen, umgehen kann. Ich biete auch in der Polizei Live-Dancing-Kurse an, eine freie Tanz- und Bewegungsmethode, um einfach mehr wieder in den Körper zu kommen, um eben sich mit sich selber zu verbinden, sich selbst zu spüren. Das ist für mich halt meine Art, wie ich damit umgehe. Und ich biete halt anderen das an, das mal auszuprobieren und zu gucken, ob es auch ihrs ist oder für sich selber was Neues zu finden. Ja, ist auch wieder spielerisch, mit dem Körper, mit den Gefühlen. In deinem Buch hast du ein paar Beispiele, zu jedem Gefühl passt eine Musik. Richtig. Und sich dann einfach mal frei bewegen lassen. Genau. Und am Anfang, wir bewegen uns wahrscheinlich viel zu wenig, oder? Total. Und am Anfang, als ich das erste Mal ausprobiert habe, ich fand es super schwer. Dann hieß es so, ja, und man kann natürlich die Augen schließen und man tanzt durch die Elemente, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Und am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, was ist das für ein esoterisches Zeug? Vielleicht tanzt man seinen Namen, das höre ich jetzt immer, dass man mich fragt, oder ob man mit irgendwelchen Bändern rum, wo ich immer sage, toll, ich wüsste gerne, wie man seinen Namen tanzt, ich weiß es nicht, und Bänder habe ich auch nicht zur Hand. Aber es ist halt wirklich schwierig am Anfang, all die Gedanken loszulassen, was könnten andere von mir denken, oh Gott, wie bewege ich mich einfach? Und ich bin eher sehr im Verstand noch. Ich versuche meinem Körper zu sagen, wie er sich zu der Musik bewegen soll. Das ist ja jetzt nicht rhythmisch oder das muss sich rhythmisch doch anhören und jetzt musst du den Schritt machen. Und davon wegzukommen und wirklich zu sagen, ich lasse mich einfach mal überraschen, ob jetzt ein Impuls überhaupt kommt von meinem Körper. Das ist wirklich schwierig. Also ich fand es damals sehr schwer, dieses Abwarten und meinen Körper sich bewegen zu lassen, so wie er sich will, ohne dass ich ihm sage, wie er sich zu bewegen hat. Aber diesen Unterschied, den sieht man nicht nur von außen, den spürt man auch innerlich. Toll. Und das lehrst du bei der Berliner Polizei. Ich finde das großartig. Und wie war so der Weg? Hattest du irgendwann die Vision, ich musste es denen beibringen, und hattest am Anfang Schwierigkeiten oder ging das so spielerisch? Weil ich finde das ganz großartig, dass du in einer Institution, wo sowas ja eigentlich gar kein Thema ist, solche Themen einbringst. Wie ist dir das gelungen? Es war ein harter Weg mit vielen Steinen, die mir auch in den Weg gelegt wurden. Also ich hatte, als ich angefangen habe, mich 2009 mit mir zu befassen, hatte ich diesen Impuls und dieses Gefühl, ich möchte was für meine Kollegen bei der Polizei tun, was für mich, weil ich das Gefühl habe, für uns ist niemand da. Oder man merkt halt nicht, dass für uns jemand da ist. Wir sind immer für andere da, aber wir brauchen auch jemanden, der für uns da ist. Und also es gibt, wenn ich unterbreche, sicherlich Polizeipsychologen, aber die haben wahrscheinlich auch ganz andere Aufgaben. Ne? Ja, und es ist halt auch immer eine Frage, ob man zum Polizeipsychologen geht, wie man dann halt auch in seiner kleinen Gruppe, in seinem kleinen Team dann auch beobachtet oder begutachtet wird. Natürlich. Wie du gehst zum Psychologen. Genau, ja, genau. Oder naja, wie sie mit der nächsten Beförderung, müssen wir aber noch warten, vielleicht, weil du scheinst ja... Ja klar, ja, es sind alles so Glaubenssätze, ist ja auch verständlich. Jeder Mensch kommt aus einem anderen Umfeld und bei der Polizei geht es ja erstmal um Recht, Ordnung, Klarheit, Struktur und so weiter. Genau. Okay. Und man möchte auch nicht Schwächen zeigen, was man angeblich als Schwächen sind, was ja keine Schwächen sind, das ist nur menschlich. Ich glaube, entschuldige, wenn ich da nochmal unterbreche, das ist ja sicher eine sehr schwierige Gratwanderung. Du musst ja auch als Polizist, als Polizistin, du musst ja auch eine innere Stärke und Klarheit und Kraft haben. Richtig. Aber die darf nicht zu einer Starre werden, sondern
die Gefühle auch zu lassen. Natürlich, oder? Ja, es ist ja auch wichtig, ich bin ja immer im Kontakt mit Menschen, ja. Und natürlich darf ich jetzt mich nicht verlieren. Mhm. Es wäre jetzt schlecht, wenn die Person die ganze Zeit weint und ich mitweine und ja. am Boden zerstört auch bin. Aber natürlich kann ich trotzdem Emotionen oder Gefühle zulassen und auch zeigen, weil ich habe sie ja trotzdem. Mhm. Und das eben in die Polizei zu bringen, hatte ich das Gefühl, ich möchte was verändern. Ich möchte neue Impulse geben. Und habe dann eben versucht, ein neues Schulfach zu kreieren. Das hat nicht ganz so geklappt. Da bin ich so ein bisschen auf Widerstand gestoßen. Jetzt gibt es gerade Reformen. Ich hoffe, dass man da so ein bisschen auch mein Konzept vielleicht mit reinnimmt. Dass man eben ein Fach kreiert, wo man auf seine Gedanken, Verhaltensweisen, Gefühle mehr eingeht. Dass man lernt, eben wie bestimmte Situationen auf einen wirken, wie man damit umgehen kann. Und ich habe versucht, einen Raum fürs Live-Dancing zu bekommen, was ich dann nach meiner Arbeitszeit für Kollegen in der Polizei anbiete. Das war am Anfang mit wie tanzen und sowas braucht man doch nicht und wie, gibt es hier Tanzkurse? Und ich bin halt sehr belächelt worden. Nach einem Jahr habe ich dann den Boxraum bekommen im Sportzentrum, wo ich gedacht habe, naja, toll ist er nicht, aber es ist ein Raum mittlerweile, denke ich, super. Ich bin froh, einfach einen Raum zu haben. Ich habe Teilnehmer, die kommen gerne einmal im Monat dienstags zu mir und bewegen sich frei. Aber es gibt immer noch natürlich viele, die sagen so, ja, tanzen, also sowas macht man nicht in der Polizei oder so. Aber es gibt auch viele, die neugierig sind. Es gibt auf YouTube ein Video, wo ich halt Live-Dancing so ein bisschen vorstelle, mich zeige in den verschiedenen Elementen, dass man einfach mal einen Eindruck bekommt, was Live-Dancing überhaupt sein könnte. Mhm, toll, machen wir einen Link unter dem Video, ganz klar. Super. Ja, spannend. Ja, das ist toll, Mensch. Und wo stehst du im Moment? Hast du vor, ein größeres Gefühlsausbildungszentrum zu kreieren? Fühlst du dich ganz wohl, wo du jetzt bist? Wo ist so, was ist dein weiterer Weg? Wo siehst du dich auf deinem Weg? Also ich möchte auf jeden Fall weiter was schreiben, ein zweites Buch schreiben. Da bin ich auch gerade dabei. Innerhalb der Polizei, mein Traum wäre halt immer noch dieses Schulfach irgendwie mit auf den Weg zu geben und das zu unterrichten oder zumindest dort vielleicht ein Seminar anbieten zu können. Was sich eben damit befasst, mit sich befasst. Mhm. Ansonsten bilde ich sehr gerne aus. Ich mag meine Auszubildenden und ich mag auch zu sehen, wie sie sich innerhalb der Zeit in den zweieinhalb Jahren verändern, sie begleiten zu dürfen und ihnen versuchen, auch was mit auf den Weg zu geben. Das macht Spaß. Cool. Wo das Leben einen hinbringt, man weiß ja immer nie, wie lange man wo bleiben darf auch und wie lange man bleiben kann, muss man gucken. Momentan bin ich zufrieden und schauen wir mal, wie sich alles weiterentwickelt. Toll. Ja, wer weiß, vielleicht wird ja auch dieses Video und dieses Buch eine Revolution im deutschen Polizeiwesen auslösen. Genau. Toll. Und so, jetzt vielleicht nochmal für die Zuschauer zu Hause. Was sind so deine wichtigsten Tipps? Wie komme ich in den Fluss des Lebens? Wenn ich vielleicht tatsächlich noch ein bisschen Probleme habe, Ängste oder Gefühle zuzulassen, gibt es so zwei, drei Empfehlungen, die du geben kannst? Also die wichtigste Empfehlung ist, unabhängig davon, ob man jetzt mit dem Ermittler arbeiten möchte oder nicht, sich Zeit zu nehmen für sich selbst am Tag, weiß ich nicht, 15 Minuten jeden Tag oder zumindest sich fest in Terminplan dreimal die Woche diese Zeit erstmal einplant, weil wir so Gewohnheitstiere sind und so viele Sachen manchmal wichtiger erscheinen, als die Zeit für sich selbst zu nehmen. Da kann es manchmal sein, dass der Hausputz doch wichtiger erscheint, als sich einfach mal auf die Couch zu setzen, vielleicht einfach mal die Augen zu schließen und einfach mal nachzuspüren, was ist denn eigentlich gerade los? Mhm. Ja, heute war alles so stressig vielleicht, erstmal nachzuspüren, wie fühle ich mich eigentlich? Und das kann am Anfang oder es kann auch immer wieder erschreckend sein, dass man merkt, oh, ich habe mich total verloren oder da war die Situation, da war ich gar nicht ich. Aber das sich bewusst zu machen, es verändert so viel. Allein diese Zeit, einfach diesen Raum sich zu geben, man wird automatisch ruhiger. Man kriegt auch man wertschätzt sich selber einfach auf eine andere Art und Weise. Und das ist ganz, ganz wichtig. Toll. Weil gerade der Fokus im Alltag so oft nach draußen ist, aber nicht bei einem selbst. Mhm. Und ich denke, wir haben oftmals die Tendenz, uns eben in anderen zu verlieren, in deren Emotionen, in deren Geschichten. Viele von uns wollen helfen und sind dann so im Helfen, dass man gar nicht selber merkt, wie geht es mir denn eigentlich dabei, was bräuchte ich denn jetzt eigentlich selbst? Dass man sich auch so ein bisschen verliert. Und diese Zeit für sich zu nehmen, diese 5 oder 10 Minuten einfach mal nachzuspüren, nichts zu tun, auf der Couch zu sitzen,
sind meiner Meinung nach lebensverändernd, revolutionär. Und die andere Übung, die ich halt für mich entdeckt habe, ist Bewegung. Weil ich glaube, dass Körper, Geist und unsere Seele in einem Einklang sein müssen, damit wir uns wirklich ausgeglichen fühlen und unser Körper eben ein Ausdruck unserer Seele ist, unsere Gefühle, weil sonst kriegen wir es ja meistens nicht mit. Nur wenn es zwickt und zwackt meistens, dann, okay, da ist irgendwas oder da stimmt irgendwas nicht. Da nehmen wir dann erstmal bewusst unseren Körper wahr und sich einfach mal ein bisschen Musik anzumachen, unabhängig davon, welches ist. Entweder, wenn ich wütend bin, eine, die eben meine Wut wirklich auch rauskommen lässt, oder ein Lied, was mich am Herzen berührt, und sich einfach dazu zu bewegen. Unabhängig davon, wie es aussieht, habe ich das früher immer gemacht und mache es immer noch, Musik an und durchs Wohnzimmer tanzen. Energieinfluss. Ja, und es hilft einfach auch, Spannung abzubauen. Es ist gut für den Körper, weil die Muskulatur, alles kommt in Bewegung und es macht den Kopf frei. Cool. Toll. Tolle Methode. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Ich werde in Zukunft den Tatort mit anderen Augen sehen. Ich liebe nämlich Tatort. Das schaue ich total gern. Ganz toll. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Und ja, vielleicht bis bald. Danke. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, so lustig und spannend und spielerisch kann es auch sein, seinen Gefühlen und Ängsten auf den Grund zu gehen. Also finden Sie Ihren inneren Ermittler und auf geht's. Bis bald.